Hallöchen und willkommen zurück zu Mario Maker 2. Ja, und in der letzten Folge haben wir dem Hund ein wenig geholfen. Oh Leute, so geht's da drin. Hi, Kleiner. Wuff, wuff, wuff. Danke, dass du dich um meine Aufträge gekümmert hast. Ach, kein Problem, Kleiner. Wenn es dir in deinem Hundehäuschen gefällt. Und ja, Leute, ich habe schon gesehen, hier rechts ist jetzt dieser Typ aufgetaucht. Letzte Folge war ja noch ein Radiergummi. Okay. Dann ist er jetzt wohl weg. Naja. So, und da uns eine Münze fehlt, machen wir weiter mit den Aufträgen. Yeah. Oben ist unten. Ich glaube, ich habe meinen Tunnel bis zur anderen Seite des Planeten gegraben. Dort ist alles verkehrt herum. Irgendwie lustig, aber auch irgendwie verwirrend. Hügel runterrutschen kann man dort zum Beispiel mit dem linken Stick nach oben. Der fiese Maulwurf. Okay. Hört sich interessant an. Mal suchen wir das doch mal. Yeah. Guten Tag, Beedle. Dich nehmen wir mal mit. Jung. Bude, bude, dude. So, wir wollen mal das hier umdrehen, damit. Ja, Mann. Oh, das ist nice. Ich feiere das. Das ist cool. Ich werde jetzt auch demnächst mal so ein umgedrehtes Nachtlevel bauen. Das ist doch voll cool so. Ach so, ducken. Unten. Da, so, ja. Ah, sorry, guys. Ich muss noch die Steuerung herausfinden, wenn es umgedreht ist. Ist nicht so einfach. Also, ich nehme mich mal mit. Oh Gott, da unten sterbe ich. Ich dachte, ich könnte rüberlaufen. Ah, sorry. Wisst doch, ich sterbe immer bei den einfachsten Leveln. Nein, nicht. Brauche ich eh nicht. So, lass mal umdrehen. Hey, die Musik, die macht sogar mit. Die loopt sich nicht. Die ist jetzt wieder an dem Punkt angelangt, wo die andere Musik aufgehört hat. Das ist ja richtig nice. Ich verstehe vor allem die Leute nicht, die Mario Maker 2 haten. Ich verstehe euch nicht. Was ist los bei euch? Was habt ihr gegen Mario Maker 2? Ich feier das Game voll. Ich find's mega nice. Ah, das hat nicht geklappt. Was? Oh nein. Warum sterbe ich immer bei einfach? Warum sterbe ich so oft? Ich sterbe nie so oft. Ach, Luigi, halt auch die Klappe. Warum sterbe ich jetzt die ganze Zeit? Kann mir das bitte jemand erklären? Was ist los bei mir? Was ist los? Ich weiß, 99% der Zuschauer geben sich gerade einen Facepalm. Kann ich aber auch nachvollziehen, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Die Coin lässt mir natürlich nicht entgehen. So, was ist das? Ein Pilz, ne? Das war ein Pilz. Was? Hä? Warum gehst du in die Röhre, Mario? Okay. Auch gut. Ich glaube, Mario hat Angst. Kann ich verstehen. Warum lasse ich mich da treffen? Das ist traurig. I'm so sorry. Oh ja. Aufpassen. Okay. Hier rein. Ja, richtig? Yes. Dann kann ich hier hoch. Und dann gibt es hier einen schmackhaften Pilz. Was? Ah, nein, ich brauche den. Ich brauche dich, Beetle. Beetleboy. So. Musste kurz nochmal neu machen, die Passage hier. Aber ansonsten. Alles gut. Okay. Feuerblume gibt's hier, wenn man groß ist. Ja, nice. So. Ach, guck mal, dann brauche ich den Beetle hier sogar gar nicht mehr. Okay. Bam, bam. Kann ich hier nach oben schmeißen? Nee, oder? Nee. Ah, ich sehe schon. Zoom. Room. Everything's upside down. One up. Yes. Oh Gott, ist das fies. Oh Gott, nein. Was, das können die nicht machen. Okay, okay. Münzen, Münzen, gib her, gib her. Ich brauche Münzen.
Okay. Cool. Super. Okay, da ist eine fliegende Tür. Upside down. Yes! Yes. Woohoo! Da ist noch eine Tür. Soll ich jetzt in die rein? Ich geh mal in die hier rein. Wenn ich es schaff. Oh Gott. Oh Gott, ich hab Angst. Ich schaff das nicht, oder? Oh Gott. Nach unten drücken. Ja, nach unten drücken. Ah, dann komme ich hier raus. So, muss ich jetzt wieder alles umdrehen? Ja. Ja, dann ist hier das Ziel. Ist hier sogar so markiert. Okay. Warum ist das Ziel nicht da, wenn es umgedreht ist? Jetzt mal logisch gesehen. Ich meine, natürlich geht das nicht. Weil das Ziel kann nur auf der ersten Ebene sein. Aber trotzdem, warum hätten die da nicht irgendwie... Keine Ahnung, hätten irgendwas mit P-Switch machen können oder so, finde ich. Wie auch immer. Jetzt können wir auf jeden Fall uns darauf konzentrieren, das Schloss weiter zu bauen. Yep, ich würde gerne das Hauptgebäude 1OG bauen. Ja. Dring. Yeah. 4 Level, okay. Und wie viele Prozent habe ich jetzt? Immer noch 19, okay. Irgendwas Neues? Nope. Ist der Radiergummi wieder da? Nein. Hier gibt's nichts. Jetzt haben wir noch ein paar. Okay. Dann machen wir halt weiter. Es gibt 6 neue Aufträge. Okay. Was gibt's denn nächstes Mal? Schöner wohnen mit Knochen trocken. Ich will meiner Wohnung mal einen neuen Anstrich verpassen. Etwas Lava wäre auch ziemlich funky. Wenn meine Gäste dann im Knochentrockenpanzer darauf umherfahren müssen, würde ich ihnen sicher die Kinnlage runterklappen. Vom Hit MC. Okay. Alright. Was? Man muss in diesem Stil rausspringen, okay. Ja, das Level kennen wir natürlich schon aus dem Trailer von Mario Maker 2. Oh, okay, wir werden sogar groß hier. Wir können uns nämlich totstellen, wenn wir unten drücken. Sehr nützlich für bestimmte Passagen. So, da unten die Coins sind immer wichtig. Deshalb nehme ich die mal mit. Ne? So, falls man hier irgendwie verloren hat. Wie auch immer. Kann man den anscheinend neu bekommen. Falls man nicht da schon tot ist wegen der Lava. Aber ich finde es cool, dass es hier gekennzeichnet ist, wo die alle kommen. Wo die alle hochkommen. Die ganzen Hotheads. Bam! So, ich versuche jetzt mal alle Münzen einzusammeln, weil das soll man ja in... warum rush ich durch? Warte, da war ein Checkpoint! Bruder, die machen Ehre, die checken einen mit dem Checkpoint. Ja, Mann, Ehre. Immerhin gibt es einen Checkpoint. Also, sonst hätte ich mich jetzt wieder aufgeregt. Und... ja, ja. Was? Was ist jetzt passiert? Achso, ich glaube, ich habe aus Versehen unten gedrückt, kann das sein? Warum sterbe ich denn dann? Ich dachte, ich bin dann unbesiegbar. Aber nein, bin ich nicht. False Advertising. Spaß, alles gut. Ich werde nur schlecht. Soll nichts machen. Genau. Wenn ich oben drücke oder unten drücke in der Lava, dann spinne ich so rum. Lol. Willst du hier rein? Okay, ich gehe immer rein. Vielleicht gibt es den Secret. Ja, Secret. Die Lava steigt. Oh Gott, wie weit steigt die? Okay. Lego, Lego! Ah, ich verstehe, ich muss hier ganz schnell wieder zurück nach Home. Okay. Du, als ob die Hälfte der Folge schon zu Ende ist. Damn. Krass. Oh Gott, oh Gott. Bausi! Bitte tun Sie mir nicht weh! Tschüssele! Yeah. Okay. War eigentlich gar nicht mal so schwer. Ich habe mich nur dumm angestellt. Nice. Wofür brauchen wir das nächste Geld dann? Weil ich kann irgendwie jetzt momentan nichts kaufen. Okay, 21% haben wir. Alright, Toadette. Gibt es irgendwas Neues zu kaufen? Nope. Also ich sag immer kaufen, aber natürlich meine ich halt zum Aufbauen und so. Gut, machen wir weiter. Wüstenwirbelwinde. Ich habe in der Wüste Wirbelwinde heraufbeschworen. Trotzdem das Ziel erreicht, krieg eine Belohnung. Wenn du hoch hinaus willst, drücke B am tiefsten Punkt in einem Wirbelwind. V
von Magie Magie-Ass. Nein, Magie-Ass. Oh Mann. Magie-Ass. Lull. Omega-Lull. Ah. Ich wusste nie, wie man da ganz nach oben kommt. Aber anscheinend, wenn man B ganz unten drückt. Also wenn man ganz unten ist bei dem Ding. Und dann B drückt. Gut, habe ich das auch mal gecheckt. Danke dafür, Spiel. Ist ja hilfreich. Oh Gott. Ich will die nur besiegen, okay? Vielleicht gibt es da irgendwas für. Boing, 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 boing. Blablabla. Ein One-Up. Immerhin. Bam, 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 bam. Oh, nice. Das ist cool. Das ist echt cool. Boom. Boom. Die Coin! Was soll ich denn machen? Ach, come on. Ach, come on. Boy. Come on. Oh Gott. Oh, ich dachte gerade, ich sterbe jetzt. Kaizo? Okay, warte, warten wir hier. Springe dann ab. Yes. Dann gibt es hier den geilen Cash, den ich vorhin verpasst habe. Aber reicht die eine Münze, die... Na komm, nehme ich dir doch jetzt mit. Jetzt, wo ich die Chance dazu wieder habe. Und nach oben. Dankeschön. Nach oben. Nach... Lalalalala. Warum können nicht zwei sein? Das dauert viel zu lange, bis da einer wieder zurückkommt. Bad Game Design. So, hier muss man im letzten Moment, glaube ich. Nein? Was denn dann? Hm? Ah, ducken! Ah, oh, hier ist ein One-Up, cool. Also muss man einfach nur ducken. Nice. Hier lernt man ja sogar dazu. Das ist ja nice. Nintendo, gut. Good job. Good job. Ich auf die Zähne, da kacke ich jetzt. Jum, pam, bam, 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 bam. Nice. Neues Money. Und das Schloss wird weitergebaut. 22%. Weiter geht's. Oder haben wir noch Zeit? Ja, wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Springen verboten. Junger Freund, das hier ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, ohne je zu springen oder runterzufallen? Kleiner Tipp, halt Y gedrückt, um schnell zu laufen, aber nur im richtigen Moment. Zirkusdirektor. Okay. Natürlich schaffe ich das. Ich bin Mario. Ich bin Super Mario. Get Super Mario Brothers. Oh Gott. Da, dun, da, dun, da, dun. Ah, fuck, ich darf nicht springen. Ich wollte gerade anfangen zu springen. Ah! Das ist cool, dass man sieht, dass er nur darauf kommt. Aber wie. Wie stellt man das ein, dass der Buu nur an dieser Stelle kommt? Das würde mich interessieren. Das hat mir jetzt Nintendo nicht erzählt. Mensch, Nintendo. So, an die darf ich nicht rein, weil sonst muss ich springen, um abzukommen. Oh Gott. Was macht die Tür? Ah. Tut mir leid wegen vorhin, wir hätten uns wieder an Ort und Stelle. Okay. Abwarten, denke ich mal, oder? So? Yes! Bin schlau! Oh, damn. Oh Gott, oh nein. Oh, was? Da rutscht man ja voll ab! Oh, das, oh nein. Das ist doch voll fies. Oh yeah, Luigi, damn. Luigi hat die Klappe. Ich will deine Hilfe nicht. Ich muss jedes Level ohne Luigi schaffen, habe ich vorhin herausgefunden. Also wenn man, also man kann also Luigi spielen anscheinend und der ist dann irgendwie besser oder so. Oder der spielt für einen das Level, ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall will ich das nicht, Luigi. Weil ich sonst mein Outfit nicht am Ende bekomme. Oh Gott. Oh, ich wäre fast zu früh
Ab mir hingerannt. Ich kann nicht reden, Alter. Hilfe. Hilfe! Münzen, juhu. Nicht bewegen. Nach rechts gucken. Oder, ja, etwas weiter nach rechts gehen. Okay, oh, super, super, hat geklappt. Okay. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Was? Bitte, wieso das denn? Wo bin ich hier gesprungen? Was habe ich gemacht? Ich war hier. Und dann bin ich abgesprungen. Das zählt als Sprung? Bitte? Ach komm, das ist doch... Woher soll ich wissen, dass ich nicht wegrennen darf? Nö, wenn du von irgendeiner Plattform runterfällst, dann steht das als Springen. Mimimi. Blödes Spiel, ey. Die Mütze hol ich mir jetzt nicht. Ich will die Leute hier nicht langweilen. Auch wenn ich es eh tue. Warum passiert sowas immer mir? Das ist so unfair. Einer fehlt. So. Dring. Da kommt das Cash. Okay, also ich soll hier abwarten. Okay. Okay. Okay, was jetzt? Jetzt ist der One-Up. Ja, jetzt habe ich einen One-Up-Pit verkackt, aber der juckt mich jetzt eh nicht. Ja, was mache ich jetzt? Fuck, ich hab verloren. Ja, was? Hilfe. Gib mir mal einen Pilz. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier durchkommen soll. Tut mir echt leid, ne, aber das akzeptiere ich so. Und ich hab keine Ahnung, was sie von mir wollen an der Stelle. Und Hilfselemente darf man ja benutzen. Also von daher. Ja, das ignoriere ich jetzt. Keine Ahnung, was da jetzt ist. Die One-Ups bringen mir eh nichts. Wäre das eine Coin, ne? Dann kann ich nur mal rüberlegen, aber. Das ist nur 30er, 50er Coin, aber nee. Das ist doch ein Witz. Wie soll man da dran kommen? Man kann doch nicht springen. Ich gehe weg. Das gebe ich mir jetzt nicht. Okay, nee, ich kann nicht spinnen. Fuck, wie springe ich da jetzt drauf? Und was mache ich wegen den. Okay, das darf ich. Ich darf also ich darf jetzt nicht Sprungknopf drücken, aber ich darf. Was? Aber wie hätte ich denn den P-Suit aktivieren sollen? Ach so, der. Bitte tötet mich. So, ich mache jetzt mal an dieser Stelle weiter. Weil ich nicht weiß, was ich. Ah, okay. Ja, jetzt verstehe ich. So soll ich machen. Oh lol, das funktioniert. Lol? Dann soll ich mich beeilen? Ja, dann kriegst du sogar ein One-Up. Jo moin. Hat sich doch gelohnt. Okay, abwarten. Abwarten und chillen. Schaffst das? Ich muss es schaffen. Nicht springen. Bloß nicht springen. Keine falsche Taste drücken. So, was ich machen muss... den ja da hinschmeißen und dann den Tromp aktivieren. Dann kann ich nämlich rüberrennen. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen mich von den Dingern treffen lasse. So. Was jetzt? Oh, ich habe mich beeilen müssen. Hätte ich noch die Zähne bekommen. Okay, naja, egal. Ist hier das Ziel denn? Oh nein. Oh nein. Ach, ich darf doch gar nicht runterfallen. Mann, das ist doch so gemein. Jetzt darf ich das ganze Level neu machen. Was ist das bitte für ein Game Design? Jetzt darf ich alles neu machen. Nintendo, warum macht ihr Zielbedingungen und dann keine Checkpoints rein? Das regt mich bei jedem verdammten Level auf. Bis gleich. So, back at it again. Oh nein. Ja, warte, ich kann noch mal resetten, ne? Das geht, ne? Ja, das geht.
Okay, okay, alles gut. Ich hab nicht verkackt. Noch nicht. Bitte, was ist das für ein Timing? Hier, nach rechts, bitte. Ja, genau. Ja. Ziel, Ziel, oh mein Gott. Ich bin immer einfach am Ziel gestorben. Wer kennt's denn nicht? Oh Gott, nicht Y gedrückt halten. Ich muss langsam gehen. Okay, warte, ich brauche noch ein paar Coins. Ich habe kaum Coins einsammeln können, leider. Okay, ja, ja, ja. Jetzt noch am Ende springen, Leute. Jetzt noch springen. Nein, natürlich nicht. Endlich geschafft. Oh Gott, Leute. Was ein failiger Partner wieder. Aber, ja, anscheinend bin ich so. Oder so. Okay. Damit hätten wir 24% des Spiels durch. Kann ich irgendwas neu bauen? Nope. Muss erstmal warten, bis das fertig gebaut ist. Okay, Leute, dann werden wir in der nächsten Folge das oben voll bauen. Und ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, irgendwie gefallen hat, vielleicht konntet ihr euch an meinen Fails amüsieren. Dann lasst doch mal ein Like da, ein Däumchen wäre ein Träumchen und ein Abo wäre Bravo und ein Glöckchen wäre, was auch immer darauf reimt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, Leute.